Moin, liebe HSV-Fans, herzlich willkommen im HSV-Adventskalender. Ihr habt fleißig Fragen eingeschickt an unseren Trainer Tim Walter und ich bin der Glückliche, der sie ihm jetzt vorlesen darf. Ja, und für die erste Frage, Tim, brauche ich gar keinen Zettel. Aufgeregt? Und wie? Weil ich weiß nicht, was kommt. Okay, dann lass uns direkt anfangen. Jedes Mal, wenn ich eine rote rausziehe, könnte es brenzlig werden. Komisch. Und deswegen starten wir mit aber einer Aber ich habe keine rote bekommen bis jetzt. Nee, ich meine nicht Karte, obwohl so. Das auch stimmt. Ja. Also, guter Vergleich. Ist auch ganz rot. Ja. Wir fangen seicht an. Okay. Welcher ist dein Lieblingsort in Hamburg? Oh. Bis jetzt? Das Volksparkstadion. Aber es gibt drumherum auch ganz, ganz nette und schöne Plätze. Wir waren jetzt auch schon, du warst ja dabei, auch schon zusammen an der Elbe, Händchen haltend. Darum ist der Elbstrand auch nicht schlecht, aber auch rund um die Alster ist es ganz schön und deswegen gibt es viele, viele nette Plätze und Hamburg ist einfach eine wunderbare und tolle Stadt. Wie viel Pädagoge steckt in einem guten Trainer? Boah, ich glaube, dass Trainer sein vor allem Menschsein bedarf oder Menschsein ist, wenn du mit daheim mit deinen Kindern umgehst. Und, oder wie du mit den Kindern umgehst, das ist genauso, wie du mit deinen Spielern umgehst, weil du wirklich tatsächlich ganz, ganz viele Zeit mit ihnen verbringst und dementsprechend natürlich auch etwas einfühlsam sein musst, aber auch hart, weil man muss Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, dass so ein gewisses Mittelmaß das Optimale ist. Darum glaube ich sogar mehr Pädagoge als Fußballfachmann. Deine Frau und Kinder leben aktuell weit von dir entfernt. Vermisst du sie oft und wie hältst du den Kontakt? Ja, ich vermisse unheimlich. Also klar, wenn du nicht bei ihnen sein kannst, ist das Schlimmste, weil für mich meine Familie das Wichtigste ist. Trotzdem haben wir uns entschieden, dass wir so eine Fernbeziehung haben mit Familie, weil sie ihr gewohntes Umfeld haben. Sie gehen zur Schule da. Und wir wollen sie da auch nicht rausreißen, deswegen versuchen wir jeden Morgen zu FaceTimen um 6.50 Uhr, dann zum Mittagessen oder danach nochmal und am Abend genauso. Deswegen ist es ein kleiner Ersatz. Ansonsten ist meine Mannschaft und mein Trainerteam und vielleicht auch hier der Verein meine Familie und die geben mir genug zurück, dass ich diese Zeit dann auch überstehen kann. Ich finde, es ist Zeit für die erste rote Frage. Warum ist er so ein Süßer? Oh. Ich weiß nicht, wer das gefragt hat. Ja, das weiß ich auch nicht. Also warum bist du so ein Süßer? Ja, ist dann wahrscheinlich. Ich mag Schokolade. Und genau so ist es gemeint. Ich mag Schokolade und bin sehr, sehr empfänglich für solche Leckereien. Und deswegen bin ich so ein Süßer. Also auch eher Schokolade als Chips? Oh, Chips mag ich auch. Okay. Also deswegen... Ich versuche nichts daheim zu haben, weil die Versuchung ist sehr groß. Geschickt ausgewichen, gut gemacht. Hattest du als Kind ein Haustier? Ja. Willst du uns auch verraten, was für eins das war? Einen Vogel. Ehrlich jetzt? Einen Wellensittich. Okay. Ja, ich hatte einen Wellensittich und mein Papa hat mir mal einen Frosch mitgebracht. Und deswegen hatte ich so zwei Haustiere, die... Der Frosch hat nicht lange überlebt, leider. Okay. Und der Wellensittich wurde etwas älter, aber das war so unser Haustier. Das war früher als Kind. Und jetzt als Erwachsener oder als Familienvater haben wir Hunde, also jetzt einen zweiten Hund. Der erste ist leider gestorben. Und meine mittlere Tochter hat einen Hamster, den Fritz. Fritz Walter. Fritz Walter, okay. Und der Vogel, der Wellensittich, der Name? Weißt der du? Hieß Jockel. 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 Okay, ja. Und der konnte auch reden. Ja? Hm? Was hat er gesagt? Du Jockel? Oder? Oder was hat er? Hast du einen Vogel? Hat er zu mir gesagt. Auch ja. Nicht schlecht. Und jeden Morgen, guten Morgen, gute Nacht, hallo. Okay. So. Hast du ihn damals gewünscht? Oder kam der aus dem Nichts? Ja, Nächsten doch, den habe ich mir, gewünscht. Aber das war so für die komplette Familie einfach. Es war. Stark. Da war ich noch klein. Und wie kommt man auf die Idee, weiß hast du nicht. Deinen Vater mal gefragt, weiß wie auf die Idee kam, Frosch mit weiß nach Hause ich nicht. Zu bringen? Das hat, glaube ich, meine Mama entschieden, die ist leider gestorben. Die kann ich jetzt nicht mehr fragen. Tut mir leid. Okay.
Was hast du aus deiner Zeit in Stuttgart bzw. Kiel gelernt, was du jetzt in Hamburg anders machst? Ja, ich glaube, ich akzeptiere Meinungen und ich akzeptiere alle, wie sie sind und habe Verständnis oder viel mehr Verständnis für alles drumherum. Und ich glaube, ansonsten habe ich mich nicht groß verändert. Ich bin, wie ich bin. Und ich spüre jeden Tag auch Vertrauen von meinen Verantwortlichen. Mir macht das Umfeld unglaublich viel Spaß und da kann ich mich auch anders geben. Und ich glaube, das ist das, was anders ist, dass wir ein sehr, sehr gutes Miteinander haben und ja, wir nicht nur jeden Tag hart arbeiten, sondern auch viel Spaß miteinander haben. Und warum hast du immer eine Wasserflasche in der Hand? Ja, weil ich immer Durst habe. Okay. Und das natürlich bei unserem aufregenden Spiel dann natürlich auch ein Stück weit davon ablenkt, wenn man dann mal einen Schluck nimmt, dann kann man sich auch beruhigen. Von daher ist es zum einen Beruhigung und zum anderen, ich muss immer was trinken, weil ich ja auch viel rede. Und dementsprechend habe ich einen trockenen Mund und darum muss man dann auch viel trinken. Hat jemand gut beobachtet, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ich trinke 4-5 Flaschen im Spiel. Und wie groß ist die... Musst du dich zügeln, sie nicht zu werfen? Weil da gibt es jetzt, glaube ich, auch irgendwelche Strafen. Ja, da gibt es Strafen, aber Gott sei Dank habe ich vielleicht ein einziges Mal, seit es die Strafen gibt, habe ich eine Wasserflasche geworfen. Aber die geht nie aus meiner Hand, sondern ich stelle sie dann ab. Aber impulsiv wird sie nie aus meiner Hand gehen. Ist ja auch Pfand drauf, ne? Ja, ja. Doof, die wegzuwerfen. Ja, vorher würde ich sie jemand schenken. Diese Frage ist sehr lang. Ich bin sehr beeindruckt, wie Sie nicht nur von Entwicklung sprechen, sondern auch umsetzen. Was geben Sie den jungen Spielern, die Sie zu Profispielern gemacht haben, auf dem Weg nach ganz oben mit? Harte Arbeit. Ja, das ist ganz wichtig, dass nichts von alleine kommt, dass nichts von heute auf morgen kommt, sondern dass es in der Entwicklung eine gewisse Zeit bedarf, dass man an sich arbeitet, aber auch an seiner Sportlichkeit arbeitet oder an seiner sportlichen Aktivität arbeitet, an seinem Fußballspiel. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man offen ist, Dinge anzunehmen von jedem und dass man das versucht, dann auch umzusetzen in seinen Möglichkeiten, in seinem Rahmen. Hast du dich als Jugendlicher schon mal heimlich aus dem Haus geschlichen? Oh. Ich musste mich nie. Bei dem auch war das klang so wie, wo soll ich anfangen? Also Gott sei Dank muss ich sagen, aus dem Haus schleichen musste ich mich nie. Ich bin vielleicht mal zu spät nach Hause gekommen, aber wenn ich mal ausgebüxt bin, dann eher bei meinen Teams, Fußballteams, ja, wenn du irgendwie im Trainingslager warst oder sonst was, dass du da mal ausgebüxt bist, dann eher als jetzt zu Hause, weil meine Mama und mein Papa waren so offen, dass wie gesagt, unsere Beziehung so ausgelegt war auf Vertrauen. Und so versuche ich jetzt auch mit meinen Kindern oder mit meiner Familie und mit meinen Spielern umzugehen. Wie hast du deine Spielidee gefunden? Wer hat dich dazu inspiriert? Da gibt es jetzt nicht besonders jemanden, der mich dazu gebracht hat, sondern eher selber Situationen, die immer wieder vorkamen im Spiel. Und die habe ich versucht, vielleicht für andere unorthodoxer zu lösen. Kurz und knapp, Fußball ohne Fan ist? Wie Nutella ohne Butter. Okay. Wie sieht dein perfektes Weihnachtsfest aus? Oh, die Kinder sind alle glücklich, Schnee, schönes, üppiges Essen, schöner Nachtisch. Rotwein und alle, die ganze Familie ist glücklich und feiert zusammen. Klingt gut. Wann soll ich wo sein? Du bist immer herzlich eingeladen, Philipp. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Das haben wir auf Band. Oh. Spieler und Trainer werden öfter von den Zuschauern auf der Tribüne beleidigt. Nimmst du das wahr? Denkst du darüber nach? Ja, wenn es unter die Gürtellinie geht, ist es nicht sehr angenehm. Manchmal glaube ich auch, dass Fans und Zuschauer in dem Fall nicht unterscheiden können zwischen Mensch und Sache. Und deswegen finde ich es total unangebracht.
dass man in solchen Situationen unter die Gürtellinie geht. Und ich glaube, dass man Menschen alle gleich behandeln sollte, unabhängig von den Farben oder von den Vereinsfarben, die er dann auch im Herzen trägt oder die er dann trägt, weil es geht immer noch um Umgang miteinander und der sollte immer angemessen sein. Das ist eine Kinderfrage, ja. Muss man vielleicht dazu sagen. Warum wechselst du den Dino nicht mal ein? Das frage ich mich auch, Tim, ey. Das ist eine Frechheit. Ich glaube, als Torwart wäre gut, weil er wird unser ganzes Tor verstellen. Und deswegen ist eine ganz süße Frage. Aber ich lasse den Dino neben mir besser auf der Bank. Und dann hat er auch einen besseren Überblick. Und vielleicht tritt ihn dann auch keiner bösartig. Und wir müssen den Dino beschützen. Darum bleibt er bei uns außen. Sehr gut erklärt. Zur Belohnung gibt es eine rote Frage. Wann waren Sie zum ersten Mal richtig verliebt? Das ist schon sehr lange her. Das ist schon sehr lange her. Zum ersten Mal, aber ich bin jetzt mit meiner Frau immer noch verliebt wie am ersten Tag. Deswegen erinnere ich mich nur an meine Frau und die liebe ich noch wie am ersten Tag. Das ist wunderschön. Und wann warst du zum ersten Mal richtig verliebt? Das reicht ja das Alter, fragt ja keiner wann und wo und wer, aber eher so mit 12 oder mit 16, ja, Spätstarter gewesen? Ja, eher mit 14. Nur Fußball im Kopf gehabt, ne? Nur Fußball, wirklich. Eher mit 14. Okay. Oder 15 oder 16. Ich war eher fixiert auf den Lederball. Noch rote Karten. Das gibt es doch nicht. Da sind glatt drei rote Fragen übrig geblieben. Ach, ärgerlich. Na gut. Schlägst dich ja bisher sehr, sehr, sagen, sehr ist, tapfer. Ist ein Klacks. Was war deine schlimmste Frisur und gibt es. und gibt das es, ist gut. Gibt es ein Bild davon? Ja, klar, gibt es ein Bild. Ich habe blondierte. Ich hatte blondierte Haare. Als Spieler damals, da war ich vielleicht 18, 19. Trug einen Ohrring auf der linken Seite und hatte kurz geschorenes, blondiertes, ins Gold gehende Haare. Und hast gedacht, das ist eine gute Idee? Ich habe damals gedacht, das ist eine sehr gute Idee. Okay. Hast du da schon deine Frau kennengelernt? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, die hat mich mit nicht angeguckt. Die nächste rote Frage. Was würde der Trainer Tim Walter dem Spieler Tim Walter heute raten? Also dem damaligen Spieler Tim Walter. Macht ihn eine andere Frisur wahrscheinlich. Oder? Gut, jetzt hast du schon die Antwort gegeben. Nein, einfach nicht so bierernst zu sehen und nicht so sensibel zu sein und vor allem mehr laufen. Dann hast du jetzt so ein Spielsystem mit viel Bewegung und immer laufstärkste Leistung. Also du hättest dich selbst nicht. Wärst du wie beim Dino hättest du zu dir gesagt, nee, komm, bleib doch hier, wir beschützen dich lieber, bleib mal draußen. Ja, oder ich wäre vorne der Stürmer gewesen, der einfach nur wartet, bis er verwerten kann. Das hätte ich gut gekonnt. Letzte Frage, Tim. Was war dein, schön, dass wir die zum Abschluss haben. Also wirklich Zufall, aber was war dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Und hast du dich getraut zu sagen, dass du es nicht magst? Oh ja. Kann ich mich erinnern, ich war 10, 12, ja, so in dem Zeitraum und habe von meiner Mama, Gott hab sie selig, habe einen Briefbeschwerer geschenkt bekommen. Den habe ich heute noch. Ja? Den habe ich heute noch, aber das war das allerschlimmste Geschenk. Und das weiß sie. Und ich habe ihn aber trotzdem noch, weil es im Nachhinein dann doch schön war. Aber ich wollte ja zu der Zeit einfach nur ein Lederball oder irgendwelche. Oder ein Frosch. Ja, oder ein Vogel. Ja, oder ein Vogel. Den habe ich heute noch. Ja. Aber einfach irgendein Gesellschaftsspiel, irgendwas zum Zocken oder zum Spielen. Und ich habe einen Briefbeschwerer bekommen. Stark, sehr gut. Schön, dass du den noch hast. Tim, das war's. Hier, nichts mehr da. Ist schön. Vielen Dank. Tolle Fragen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und genießt ein schönes. Das schöne Weihnachtsfest und bleibt gesund
bis ins neue Jahr. Wir haben sogar noch was für die Fans. Es kommen jetzt von links reingeflogen. Wo ist, ja, warte, jetzt. Wow! Das darfst du nämlich noch verschenken. Oh. Ich weiß allerdings nicht, was man dafür machen muss. Ich glaube, irgendwo unten was runterschreiben. Soll ich? Mhm. Oder muss also Backer? Du sollst nichts unterschreiben, sondern die Leute, wenn sie das Trikot haben, sollen was drunter schreiben. Dann bitte versucht das oder macht das. Ich glaube, es lohnt sich, dieses Trikot zu bekommen von einem ganz tollen Spieler und vor allem von einem ganz tollen Menschen. Deswegen gebt euch Mühe. Viel Spaß dabei.